Hallo, Hallo. Jo, ich habe heute, wie ihr sehen könnt, einen Special Guest bei mir, also über mir quasi. Und ja, Tina ist heute quasi zu Besuch in diesem Video. Sie ist nicht zu Besuch bei mir, das ist ein bisschen schwierig leider. Aber wir haben versucht, eine Lösung zu finden, dass wir euch dieses Video, was ja auch schon ein, zwei Mal bei uns angefragt wurde, aufnehmen können. Und ich denke, so haben wir eine ganz gute Lösung gefunden. Dass ihr mich seht, dass ihr die Tina seht. Und ja, wir machen heute die First Sentence Challenge. Und Tina hat aus meinem Bücherregal-Video, was ihr ja wahrscheinlich alle kennen werdet, sich ein paar Bücher rausgesucht. Und ja, sie liest mir immer den ersten Satz vor. Wenn ich dann damit nichts anfangen kann, den zweiten Satz. Wenn ich dann damit immer noch nichts anfangen kann, kriege ich noch den dritten Satz. Und wenn ich es dann nicht weiß, habe ich verloren. Also die ersten drei Sätze bekomme ich zum Raten. Und ja, wenn ich dann das Buch immer noch nicht weiß, bin ich raus, dann habe ich verloren. Und ich gucke, dass ich euch hier auf der Seite dann einblende, wie der Stand gerade ist und dass ich euch vielleicht auch die Sätze einblende oder so, dass ihr mitraten könnt. Ich weiß noch nicht, wie ich das dann im Nachgang noch bearbeiten werde, deswegen lassen wir uns mal überraschen, wie es dann aussieht. Und ja, ich habe gedacht, wenn ich fertig bin mit meinen Sätzen, die Tina für mich rausgesucht hat, kann die Tina ja auch noch mal kurz was raten. Ich habe nämlich auch noch so fünf Sachen für sie rausgesucht. Da, ich bin sehr nervös, tatsächlich. Ich auch. Ich habe diese Challenge vor 5 Jahren schon mal gemacht. Damals hatte ich ein Bücherregal, ich glaube, von 80 Büchern. Jetzt habe ich eins von 430. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich das richtig rate, ist eher gering. Ich merke mir sowas nicht. Wir schauen einfach. Es soll ja auch Ja. hauptsächlich Spaß machen, denke ich. Ja. Ich mache mal das Mikro, glaube ich, noch ein Stück zu mir. Hallo? Gut, so. Tina, wie viele Sätze hast du denn jetzt rausgesucht? Also ich habe rein theoretisch an sich 20 Leseproben mir organisiert. Ich dachte ja so, dass wir mit 15 oder so eigentlich gut dabei Ja, sind, auch denke. zeittechnisch. Ja, ich würde dann einfach mal so kreuz da quer mir die Bücher rauspicken und dir vorlesen. Ja, gut, dann ja, gucken wir mal, wie es wird, ne? Hihi. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem ersten Buch an. Ich trinke mal nebenbei einen Okay. Schluck. Ich kenne mich mit Märchen aus, sagte ich zu meinem Cousin. Ich habe keine Ahnung. Weiter, bitte. Und dort oben lauert das Ungeheuer in seiner Höhle. Noch eins, bitte. Pete und ich standen auf der geräumigen Terrasse des Penthouse vom Caledon Casino und spähten zu einem noch höher gelegenen Aussichtsdeck hinauf. Jetzt mal ganz ehrlich, ich überlege gerade, was ich für ein Buch gelesen habe, wo ein Piet drin vorkommt. Bist du dir sicher, dass ich dieses Buch gelesen habe? Mir sicher, ich bin durch dein Bücherregalvideo gegangen und das war dabei. Kannst du noch mal alle drei so am Stück bitte vorlesen? Mach ich. Ich kenne mich mit Märchen aus, sagte ich zu meinem Cousin. Und dort oben lauert das Ungeheuer in seiner Höhle. Pete und ich standen auf der geräumigen Terrasse des Penthouse vom Caledon Casino und spähten zu einem noch höher gelegenen Aussichtsdeck hinauf. Denk mal so ein bisschen an Casino. Ja, ich versuche gerade Kelly den Casino irgendwie einzuordnen. Ist das der erste Teil einer Reihe oder ein Einzelband oder sowas? Also ist das Das ein ist erst. der dritte Teil einer Reihe. Du hast ja gesagt, ich darf mich auch an Ja, andere ja, ja. Teile wagen. So. Richtig. Wenn es der dritte Teil ist. Ich glaube, deine Zuschauer können ja mal mitraten in den Kommentaren. Ja. Ich überlege gerade in meinem Bücherregal, was da steht. Ungeheuer. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe auch. Auflösung? Ja, bitte. Game Maker, ein letztes Spiel von Cressley Cole. Hatte der einen Cousin, der Petey? Ich habe keine Ahnung. Also, nee, also da ist, da wäre ich nicht drauf gekommen.
Ich habe jetzt eher so in die Fantasy-Richtung gedacht als in die Liebesroman-Richtung, deswegen. Tada! Da wäre ich nicht drauf gekommen. Okay, ich habe schon mal gefailt. Machen wir weiter. Scheiße. Machen wir weiter. So. Wer bin ich? Harry Potter. Nein. Zweiter Satz, bitte. Vermutlich stellt sich jeder irgendwann in seinem Leben diese Frage. Kann ich noch den dritten Satz bitte haben? Besonders, wenn man 16 Jahre alt ist, ist das die Kernfrage, um die sich alles dreht. Ja, danke. Also das geht jetzt auf jeden Fall in Jugendbuchrichtung. Nur die Frage, Fantasy oder nicht Fantasy? Ich mach noch kurz einen Schluck. Ach du Scheiße. Ich stelle gerade fest, ich habe einfach zu viele Bücher, glaube ich, in meinem Regal. Ich glaube, ich weiß, wie du dich fühlst. Ich bin mit meinen Büchern, die ich dir zur Auswahl gegeben habe, ja schon auch so am struggeln. Kannst du nochmal bitte alle drei am Stück vorlesen? Wer bin ich? Vermutlich stellt sich jeder irgendwann in seinem Leben diese Frage. Besonders, wenn man 16 Jahre alt ist, ist das die Kernfrage, um die sich alles dreht. Das ist ein Jennifer Armentrout-Buch. Ich dachte, das ist eine von. Also wenn du einen Tipp brauchst, dann sag Bescheid. Ist das ein Liebesroman oder ein Jugendbuch? Ich würde sagen Jugendbuch. Ich habe absolut keine Ahnung. Du hast die Autorin auch schon zweimal getroffen. Die Autorin schon zweimal getroffen? Einmal war ich dabei. So, das reicht jetzt aber als Tipp. Das ist White Maze? Ja, White Maze. Okay, mit Tipp ging's. Ey, da wäre ich jetzt aber auch nicht drauf gekommen. Ich war jetzt komplett in einer anderen Richtung. Also das ist eigentlich aber so. Aber es ist Jugendbuch. Ja, es ist ein Jugendbuch, definitiv. Aber ich wäre jetzt allein von den ersten drei Sätzen nicht drauf gekommen, dass das White Maze ist. Hättest du jetzt nicht gesagt, du warst einmal dabei, von den zwei Malen, die ich sie getroffen habe, da wäre ich jetzt komplett lost gewesen. Ich habe nämlich John Perry, also Frau Marion Meister, wie sie eigentlich heißt, zweimal getroffen. Ja! Voll cool. Okay, ich würde sagen, vielleicht ein halber Punkt. Ja, den gestehe ich dir zu. Ein halber. Ja! Okay, ja, machen wir weiter. Machen wir weiter. Habt ihr auch schon mal von einer besonderen Bestimmung geträumt? Bitte den zweiten Satz. Von einer Bestimmung so gefährlich und aufregend wie die eurer liebsten Romanheldinnen, die, beflügelt von ihrer großen Liebe, eine zum Untergang verdammte Welt retten müssen? Okay, bitte noch den dritten Satz. Ja? Das ist gemein. Ja. Was hab ich denn für Bücher gelesen, ey? Ich kenne das. Also ich kennst du das, wenn du das hörst und vom Gefühl her sagst, ich kenne das? Du dann aber es nicht zuordnen kannst? Kannst du noch mal bitte alle drei am Stück? Habt ihr auch schon mal von einer besonderen Bestimmung geträumt? Von einer Bestimmung so gefährlich und aufregend wie die eurer liebsten Romanheldinnen, die, beflügelt von ihrer großen Liebe, eine zum Untergang verdammte Welt retten müssen? Ja? Ja, wenn ich jetzt den vierten Satz hören würde, dann wüsste ich's, aber... Ich kann ihn vorlesen. Naja, eigentlich darf ich das ja nicht. Ich darf ja nur die ersten drei. Ich glaube aber, der vierte würde dir auch nicht so viel weiterhelfen. Weißt du? Ich versuche gerade im Gedanken, mein Regal durchzugehen.
Man füge jetzt die Jeopardy-Melodie. Ja. Ich weiß es nicht. Deathline, ewig dein. Boah, du nimmst aber auch Bücher, ey, die ewig her sind. Du hast mir freie Hand gelassen. Ja, ich hab dir freie Hand gelassen, alles gut. Aber da wäre ich jetzt auch niemals drauf gekommen. Also, nee, wäre ich jetzt absolut nicht drauf gekommen auf ewig dein. Dabei habe ich das Buch so gefeiert damals. Gehen wir ins nächste Buch. Ja. Es ist vielleicht ein bisschen einfach. Okay. Hoch erhobenen Hauptes, den Helm unter den Arm geklemmt, geht Noemi Vidal zwischen den beiden Langreihen Sternjägern im Hangar hindurch. Das ist auf jeden Fall Constellation. Jetzt ist die Frage, ist das der erste oder der zweite Teil? Hör mal den zweiten Satz bitte. Sie winkte ihren Kameraden nicht zu, wie sie es früher getan hat, bis vor 6 Monaten. Das ist der zweite. Yay! Ich weiß gerade nicht, wie der Untertitel vom zweiten ist, aber In ferne Welten müsste ja, genau. Sein. Genau. Also ich werde euch die Bücher sicherlich dann hier nochmal einblenden, damit ihr auch die Cover seht und wisst, was das ist. Ja, aber ey, ich habe mal eins gewusst! Aber hätte da ja auch ein Erfolgserlebnis dabei haben. Aber hätte da jetzt nicht der Name gestanden? Das ist, wenn da Namen sind, ist das viel, viel einfacher, das irgendwie zuzuordnen. Ja, aber ich habe immerhin schon 1,5 Punkte. Sehr gut. Mal sehen, ob du das jetzt auch rausbekommst. Okay. Die Finsternis umspannte mein ganzes Leben. Sie drangen alles ein, eine tiefe, sickernde Schwärze, die in jede Ritze und jeden Spalt ran, wie zusammenlaufendes Blut. Außerhalb meines Turms war die Dunkelheit besonders undurchdringlich, wie Tinte floss sie dorthin, wo ich auf dem Balkon stand und dem Summen hungriger Insekten und Tieren lauschte. Das ist die wahre Königin. Der erste ja! Teil. Ja, ich hab eins gewusst. Ja. Sehr gut. Oh, cool. Wow. Oh, Erfolgserlebnis. Aber es läuft doch jetzt hier. Das ist der erste Teil, gell? Die wahre Königin. Ja. Also der es kann sein, dass unser Bild vielleicht manchmal ruckelt. Ich weiß nicht, wie es am Ende in der Aufnahme aussieht, aber ich sehe es bei mir, dass Tina hier manchmal ruckelt im OBS. Das liegt einfach an der Internetverbindung. Geht dann leider nicht anders. Sorry. Hey, ich hab das gewusst. Erzählst du eigentlich mit, wie viele wir haben? Ich markiere mir die wir schon hatten. Okay. Ja. Nächstes Buch. Muss du mal kurz durch die Leseprobe scrollen? Mhm. Düm, 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 so. Nach einem Jahr Sklavenarbeit in den Salzminen von Endovia hatte Selina Sodothien sich daran gewöhnt, dass sie überall hin mit Waffengewalt und in Ketten gebracht wurde. Das ist einfach. Das ist Throne of Glass, der erste Teil. Yay! Jetzt erst haut sie die ganzen schweren Dinge raus und jetzt wiegt sie mich in Sicherheit. Ja. Und gibt ich habe halt gemerkt, dass du es anders nicht hinbekommst. Oh, das ist hart. Ja, aber jetzt gibt sie mir die leichten, damit ich ein bisschen sicherer werde. Und dann haut sie mir wieder die ganzen Dinge von Latz. Das, ich habe versucht, eine Mischung aus alt und ja, neu. Ist ja richtig. Nee, alles und gut. Allem zu basteln. Gut. Okay. Jetzt nehmen wir das hier. Düm, 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 düm. Impressum wollen wir nicht. So. Es gibt Momente im Leben, die den Blick auf das eigene Ich entscheidend prägen. Bitte weiter. Es ist wie eine Art Verschiebung der Balance, ein Abschütteln des Gleichgewichts. Ich noch den dritten, bitte. Bestimmte Momente, in denen sich alles zum Besseren oder Schlechteren wendet. Jenny C. Cherry. Nee. Ich hatte genau jetzt ein Buch von ihr im Kopf dazu. Kannst du nochmal die 3 Sätze bitte am Stück?
Es gibt Momente im Leben, die den Blick auf das eigene Ich entscheidend prägen. Es ist wie eine Art Verschiebung der Balance, ein Abschütteln des Gleichgewichts. Bestimmte Momente, in denen sich alles zum Besseren oder Schlechteren wendet. Ich habe absolut überhaupt keine Ahnung. Auflösung? Ja, wo wird's jetzt hier ewig? Fighting to be free. Ah, oh, verdammt. Also es ging schon in die Richtung, ja. Britney's the Cherry tatsächlich. Aber ich habe, das ist auch zu lange her. Ich habe es 5 Jahre her oder das so, dass ich das Buch gelesen habe. Deswegen, das wäre ich nicht drauf gekommen. Passiert. Habe ich übrigens noch nicht gelesen. Ne? Ist aber ganz, ganz toll. Also ich weiß, dass die Geschichte richtig gut ist. Das Ende vom ersten Teil ist so hart. Aber es gibt es ja zum Glück inzwischen als Doppelband, wo 1 und 2 zusammen drin sind. So, nächstes Buch. Mein Hochzeitstag. Okay. Eigentlich sollte das der schönste Tag meines Lebens sein. Ein Tag der Freude, der Ausgelassenheit und des Neuanfangs. Okay, ich habe 2 Bücher im Kopf. Zum einen habe ich Karma Girl im Kopf von Jennifer Istep. Und zum anderen habe ich, wie heißt der zweite Teil von Stay, Keep, Hold? Von Helena Hunting im Kopf. Wie heißt denn der zweite Teil? Ich habe nur den ersten gelesen. Ich weiß nicht den zweiten. Okay, dann ist es aber nichts von den beiden anscheinend. Was könnte es denn sonst sein mit Hochzeit? Kannst du nochmal bitte vorlesen? Mein Hochzeitstag. Eigentlich sollte das der schönste Tag meines Lebens sein. Ein Tag der Freude, der Ausgelassenheit und des Neuanfangs. Dann kommt bestimmt das Aber im nächsten Satz. Ja, indirekt. Da ich nur diese beiden Bücher im Kopf habe. Dann nimm mal eins von den beiden. Karma Girl. Juhu, richtig. Echt? Ja. Cool. Weißt du, was kacke ist, dass das eins von den Büchern war, die ich für dich rausgesucht hatte? Ja gut, du kannst es ja trotzdem versuchen, vielleicht habe ich es bis dahin vergessen. Ich habe ja noch ein paar mehr rausgesucht, also alles okay. Gut. Aber ich glaube nicht drumherum. Aber das war eins von den Büchern, was ich für Tina rausgesucht hatte. Ja, aber ich hab's richtig. Yay. So. Gucken wir uns das nächste an. Ich finde das immer wieder spannend, dass man manche Bücher sofort im Kopf hat, wenn man da einen Anfang zuhört. Bei manchen macht das sofort hier oben Klick und bei manchen ist so gähnende Leere. Ja, das wird bei mir dann auch nicht anders sein. Nee. So, nächstes Buch. Im Winter meines 17. Lebensjahres kam meine Mutter zu dem Entschluss, dass ich Depressionen hatte. Wahrscheinlich, weil ich kaum das Haus verließ, viel Zeit im Bett verbrachte, immer wieder dasselbe Buch las, wenig aß und einen großen Teil meiner reichlichen Zeit damit verbrachte, über den Tod nachzudenken. Das war jetzt der erste Satz, oder? Das war der erste Satz. Ich mal bitte noch den zweiten. In jeder Krebsbroschüre oder Website oder Infoseite zu dem Thema werden Depressionen als Nebenwirkung von Krebs genannt. Schicksal ist ein mieser Verräter? Ja. Okay, ich war mir jetzt durch den zweiten Satz mit dem Krebs, war ich mir jetzt gerade nicht mehr so sicher. Okay. Ja, wuhu! Mensch, Susi, du legst aber hier die Latte ganz schön hoch. Du. Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht mitgezählt, wie es steht. Das, hätte ich vielleicht mal machen sollen. Das habe ich jetzt auch nicht. Ich habe mir nur abgehakt, wie viele Bücher wir jetzt schon haben. Ja, wir lassen uns dann überraschen am Ende. So, nächstes Buch. Mensch, das läuft. Ich hätte gedacht, das dauert viel länger. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Wir haben 9. Jetzt kommt das 10., wenn ich mich nicht... Cool. So. Was für ein dummer Hund. Der zweite?
Jahrelang hatte ich meine Eltern bekniet, mir ein Haustier zu kaufen, aber sie waren der Meinung, ich sei noch zu jung, um die Verantwortung für ein Tier zu übernehmen. Bitte noch ein. Ich versicherte ihnen, dass ich schon damit klarkommen würde, auch wenn das nicht stimmte. Ich kenne es, ich kann es aber gerade absolut nicht zuordnen. Das ist irgendwas von Brittany C. Cherry? Ja. Die Frage welches? Also verliebte Mr. Daniels ist es nicht. Mach mal Ausschlussverfahren. Okay, leg los. Also verliebte Mr. Daniels ist es nicht. Was habe ich denn noch gelesen? Die Romance Elements habe ich gelesen. Die Luft zum Atmen? War, by the way, mein Lieblingsteil der Reihe. Wie die Stille unter Wasser kann es eigentlich auch nicht gewesen sein. Nee. Man kann es ja eigentlich nur... Nee, warte mal. Ist das eins? Warte mal. Wenn Donner und Licht sich berühren? Nee. Wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt? Yay! Ich verwechsel die beiden immer. Das mit dem blauen Band ist es auf jeden Fall. Ja, genau. Ich verwechsel die beiden nämlich immer vom Titel her. Ja, richtig. Ja! Ja. Ich wusste, sie nimmt eins von Brittany C. Cherry. Ich wusste es. Irgendwann war die Frage, ist das von Brittany C. Cherry berechtigt? Ja, vor allem, das war ja, glaube ich, auch dein Liebling von den beiden. Ja. Ne? Also wenn du genau. dich da entscheiden müsstest. Genau. Ich fand ja den ersten besser. Nee, ich fand den zweiten besser. Weiß nicht. Ich fand das Ganze drum und dran einfach besser. Aber wie gesagt, ich verwechsel halt immer die Titel. Es ist auch nicht so leicht. Ich finde generell, bei Brittany C. Cherry kann man schnell mit den Titeln durcheinander kommen. Ja. So, nächstes Buch. Ja? Außerhalb der Mauern erzählen die Menschen einander eine Geschichte. Das ist Neon Birds. Ja! Wow! Ich wollte gerade sagen, so lange war das doch jetzt noch gar nicht her, dass ich das gelesen habe. Und mit der Mauer, das konnte jetzt nur in die Richtung irgendwas sein. Krass. Ein Satz und sie wusste es. Manche Sachen, merkt man sich. So. Viele Bücher sind es nicht mehr, die wir jetzt noch haben. Okay. Jetzt haben wir. Aber wenn du mir jetzt ein Auto kaufst, gehört es dir, wenn ich in 2 Jahren aufs College gehe. Göttlich? Mhm. Der erste Teil. Mhm. Und Josephine Angelini. Mhm. What, ey, Susi, das ist krass. Also ich habe hier auch nichts offen, ne, Leute? Also nicht, dass ihr denkt, ich habe hier irgendwas. Ich habe nur Tina vor mir. Susi hat bestimmt Shazam offen oder ja. so. Nee. Warte. Das funktioniert ja nicht mit Hörbüchern. Nee. Ich weiß, oder sie sieht die Spiegelung in meiner Brille. Selbst wenn ich so nah rangehen würde, würde ich es nicht erkennen. Nee, ich weiß, dass diesen Satz, dieses Buch hatte ich damals in meiner ersten First-Sentence-Challenge nämlich auch. Und da hatte ich es, glaube ich, falsch. Oder ich habe es nicht erraten. Ist hängen geblieben. Ich glaube, deswegen ist das hängen geblieben. Ja. So, ich sehe, wir haben noch 3 Bücher. Okay. Dann sind wir schon mit 15 durch. Es gab Regeln. Regeln, die nicht gebrochen werden durften. Ich kenne es. Bitte noch den dritten. Aber dieses eine Mal war es geschehen. Kenn's. Es hängt hier irgendwo fest gerade. Oh, kennst du das, wenn es dir auf der Zunge liegt, du aber nicht drauf kommst? Ich kann dir nicht so viel helfen. Weiß.
Versuche gerade nochmal mein Bücherregal durchzugehen. Nee. Deadly Ever After. Ah. Carrie Armin. Verdammt. Ich wusste, dass es in diese Richtung geht. Ich wollte von ihr nicht so das Logischste nehmen, weil nee, ich ist mir ja, ist dachte, richtig. dann kriegst du es definitiv raus. Das Nee, aber ich wusste, dass das so in so eine Richtung ging von Buch. Aber ich bin da nicht drauf gekommen. So, vorletztes Buch. Ich habe sie von Anfang an beobachtet. Okay. Ja. Es ist seltsam, doch ich kann mich an kaum etwas von ihr erinnern. Okay. Bitte den dritten es, noch. Als könnte ich mein Leben in zwei Hälften teilen, vor ihr und nach ihr. Kannst du noch mal bitte alle drei am Stück vorlesen? Ich habe sie von Anfang an beobachtet. Es ist seltsam, doch ich kann mich an kaum etwas von ihr erinnern. Als könnte ich mein Leben in zwei Hälften teilen, vor ihr und nach ihr. Was ist das Buch? Warte mal, ich bin gleich wieder da. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie das Buch heißt. Ich komme nicht auf den Titel. Ich weiß, wie das Cover aussieht. Warte, ich bin sofort wieder da. Jetzt bin ich gespannt, was sie hier bringt. Ich habe jetzt auch nicht reingeguckt. Ist es Du bist mein Verlangen? Yay, richtig. Das ist es, ja. Ah. Susi hat ja keine Kopfhörer drin. Ja. So, jetzt. Ja, es war richtig. Ich hatte sofort dieses Cover vor Augen. Sofort. Aber ich kam nicht auf den Titel. Krass. Ah. Aber ja, ist richtig. Ja, und ich muss gerade sagen, diese ersten drei Sätze, die haben mich gerade ganz schön getriggert. Ich möchte dieses Buch ist so niedlich krank. Es ist einfach so niedlich krank. Ich kann das nicht anders beschreiben. Der Typ stalkt die ja und beobachtet die ganze Zeit. Und es ist eigentlich, es ist so ein süßes Stalken. Also Stalken ist total krank, ne? Aber es ist süß, ja, wie er das macht. Deswegen, es ist so ein süßes, krankes Buch. Aber ja, es ist, okay, gut. Hab's richtig gehabt. So. Wir sind jetzt bei dem finalen Buch angekommen. Und ich setze alle meine Hoffnungen in Susi, dass okay, sie das rausbekommt. Jetzt komm. Ich weiß, du hast Überraschungen, Stella. Weiter Satz, bitte. Um dir also unsere Erwartungen mitzuteilen und eine vernünftige Zeitspanne vorzugeben, möchten wir dich wissen lassen, dass wir bereit für Enkelkinder sind. Krieg ich noch den dritten? Stella Lanes Blick schnellte von ihrem Frühstück hoch zum würdevoll alternden Gesicht ihrer Mutter. Stella Lane. Der Name sagt mir gerade nichts. Ich habe diese Szene, wie die da an dem Tisch sitzen, aber im Kopf. Ey, kannst du die nochmal zusammen? Ich weiß, du hast Überraschungen, Stella. Um dir also unsere Erwartungen mitzuteilen und eine vernünftige Zeitspanne vorzugeben, möchten wir dich wissen lassen, dass wir bereit für Enkelkinder sind. Kissing Lesson. Richtig! Oh, ich habe jetzt überlegt, was das für ein Buch war. Es war Kissing Lesson. Ja. Oh, das war jetzt schwierig. Ich hatte diese Szene, wie die da an diesem Küchentisch sitzen, sowas von im Kopf. Ich wusste sogar noch, wie sie aussieht, aber ich kam jetzt nicht auf den Namen. Aber es hat noch Klick gemacht. Juhu! So, das waren 15 Bücher und ich würde sagen, du hast mindestens die Hälfte hast du erraten. Cool. Achso, die Tabs noch offen? Nee. Ja, gut, sonst hätten wir nochmal durchgehen können, aber egal. Wir sehen das. Ich blende euch dann hier ein, wie viel ich richtig hatte. Aber ich denke auch so, die Hälfte war es auf jeden Fall. Krass. Habe ich mich mal selber loben. Ich sage ja immer, die Susi hat ein mega Büchergedächtnis. So von den Geschichten. So, ich bin nicht ganz so professionell vorbereitet hier wie die Tina. Ich habe mir
einfach die Leseproben auf mein Handy gezogen von den Büchern über die Kindle-App. Und ja, gut, wartet mal, Karma Girl kann ich ja dann jetzt mal löschen. Oh, nö, hättest du ruhig nehmen können. Ich hätte wahrscheinlich trotzdem 3 Minuten gebraucht, um drauf zu kommen. Warte jetzt, das muss ich auch mal löschen. So, 1, 2, 3, 4, 5. Genau, jetzt habe ich noch 5. Gut, jetzt machen wir das Ganze mal umgedreht. Ich habe jetzt noch 5 Bücher für die Tina. Mhm. Gucken wir mal, wie das so wird. Ich fange jetzt einfach bei dem an, was ganz vorne ist. Das müsste auch halt mal aufgehen. Jedes Mal, wenn wir um eine Ecke bogen, peitschte uns der bitterkalte Wind ins Gesicht. Okay, nächster Satz. Er hatte fast schon etwas Bösartiges, als wäre es für ihn ein Ärgernis, wenn ein Gebäude uns kurzzeitig Deckung bot. Okay, der dritte Satz. Mit eisigen Fingern umfing er meine geröteten Wangen. Oh, ist das irgendwas von Samantha Young? Oh je. Gott, welcher Teil. Aber du bist schon mal... Ich glaube, das heißt Edinburgh Love Stories, ne? Diese Reihe. Mhm. Es ist aber, glaube ich, nicht der erste Band. Oh, ich habe schon ein bisschen was herausgefunden. Du bist schon auf der richtigen Spur. Auf jeden Fall. Soll ich nochmal zusammen? Ja, mach mal. Jedes Mal, wenn wir um eine Ecke bogen, peitschte uns der bitterkalte Wind ins Gesicht. Er hatte fast schon etwas Bösartiges, als wäre es für ihn ein Ärgernis, wenn ein Gebäude uns kurzzeitig Deckung bot. Mit eisigen Fingern umfing er meine geröteten Wangen. Ich glaube, das ist auch eher zum Ende hin der Reihe. Ist es eventuell Jamaica Lane? Ernsthaft? Es ist Jamaica Lane. Oh mein Gott. Es ist Jamaica Lane. Das wird aber auch ein bisschen geraten, muss ich sagen. Das ist doch egal, das ist richtig. Wuhuhu. Krass. Und da wow. Sagt sie immer, sie ist das so schlecht. Ganz rot. Es ist Jamaica Lane. Wuhuhu. Das erste von 5 hat sie. So, machen wir weiter mit dem zweiten Buch. Mhm. Das kleine Mädchen stand im Regen auf der Wiese und schrie sich die Seele aus dem Leib. Klingt auf jeden Fall schon mal nach einem Thriller, glaube ich. Machen wir weiter. Es steckte in einem alten, pinkfarbenen Nachthemd, das die rechte kleine Faust umklammerte, das Ohr eines triefnassen Stoffhasen. So, warte, ich mach nochmal zusammen. Es steckte in einem alten, pinkfarbenen Nachthemd, die rechte kleine Faust umklammerte, das Ohr eines triefnassen Stoffhasen. Was für ein schwieriger Satz. Ja, ich habe auch noch nicht so richtig eine Idee. Dritter Satz, bitte. Mama, schrie das Mädchen, so laut es konnte. Ich sag mal so, ich habe, glaube ich, gerade dieses Gefühl, was du erst hattest. Ich weiß, dass ich das mal gelesen habe. Und ich würde auch sagen, es geht Richtung Krimi-Thriller. Nee, warte. Das ist Brittany C. Cherry. Nee, aber du hast bei, wenn ich gesagt habe, Krimi hast du auch so gemacht. Also. Nicht richtig. Also ich glaube, dass das schon Richtung Krimi und ein bisschen Thriller auch geht, aber nicht wirklich. Okay. Ich habe dieses Buch sogar mal verlost, obwohl ich es nicht gelesen habe. Okay. Super Tipp. Tja, hättest du mal meine Verlosungsvideos geguckt, wa? Ja, Mist. Nee, ich komme hier nicht drauf, weiß ich nicht. Soll ich nochmal alles zusammen vorlesen? Ja, mach mal zur Vollständigkeit halber. Das kleine Mädchen stand im Regen auf der Wiese und schrie sich die Seele aus dem Leib. Es steckte in einem alten, pinkfarbenen Nachthemd, die rechte kleine Faust umklammerte das Ohr eines triefnassen Stoffhasen. Mama, schrie das Mädchen so laut es konnte. Ach, wenn ich jetzt weiterlese, ich glaube, das hilft ja nicht. Die Tränen, die seine Wangen hinabliefen, vermischten sich mit dem Regen, der unablässig vom Himmel prasselte. Das wäre der vierte Satz. Nee, komme ich nicht drauf. Es ist Home von Eva Sigmund. Oh.
Das müsste ich auch weiterlesen, die Reihe. Oh ja. Es gab da ja nur zwei Teile, gell? Ich glaube, es war eine Dilogie, ja. Da weiß ich aber noch, da gab es auch einen Cliffhanger. Aber ich habe irgendwie dann den zweiten Teil nicht gelesen. Ja, ich wusste, ich habe es mal gelesen, aber ich konnte es jetzt nicht zuordnen. Okay. Das nächste ist, glaube ich, ein bisschen fies. Weiß nicht. Mal gucken. Das Ding ist, ich habe mal die Anfänge von den Büchern immer nicht durchgelesen. Also ich weiß immer nicht, was da jetzt steht. Machen wir weiter mit dem dritten. Die Straßen des Quartier Latin sind heute noch so eng wie in alter Zeit und ebenso düster. Ich weiß nicht, ob das Latin oder Latin heißt. Mach mal weiter. Ich gerate auf den nassen Pflasterstein ins Rutschen, während ich im prasselnden Regen um mein Leben laufe. Schon wieder Regen. Na, der dritte Satz bitte noch. Drei Verfolger. Ich kann ja auch den vierten noch sagen. Ich zähle ihre Schritte. Okay. Den fünften. Die sind schnell. Das ist so gerade gesagt gemein. Soll ich nochmal im Ganzen? Ja, bitte. Die Straßen des Quartier Latin, Latin sind heute noch so eng wie in alter Zeit und ebenso düster. Ich gerate auf den nassen Pflasterstein ins Rutschen, während ich im prasselnden Regen um mein Leben laufe. Drei Verfolger. Das mit dem Quartier wirkt. Ich hätte sonst gesagt, das ist irgendwas von der Kate Burkholder-Reihe von Linda Castillo. Es ist auf jeden Fall nichts, was ich kürzlich gelesen habe. Ich glaube nicht. Das wüsste ich. Aus, dass du das gelesen hast. Warte, ich noch mal kurz gucken. Aber ich glaube nicht, dass da ein Pünktchen war. Es ist auch nicht Harry Potter. Nein. Ja, ich versuche auch gerade mal so in meinem Kopf so durch mein Bücherregal zu gehen. Ja, du hast das ein Pünktchen dran. Extra nochmal gerade geguckt. Ist es ein Teil der Palace of... Okay, Susi guckt schon so nach oben. Es ist ein Teil der Palace of Glass-Reihe. Ich weiß nicht, wie die Reihenbezeichnung ist. Es ist nur die Frage, war das der Einstieg in die Reihe? Ich glaube, das war der Einstieg in die Reihe. Palace of Glass. Ist das dein letztes Wort? Oh, das klingt falsch. Bist du dir sicher? Nein, aber ich sag ja. Nein. Schade. Es ist Palace of Silk. Ah, okay. Aber ich habe zumindest die Reihe erraten über... Das stimmt. Drei Ecken. Ein halber Punkt. Ja, da bin ich okay damit. Ein halber Punkt. Die Reihe war richtig, nur der Teil war falsch. Ich habe extra Latin vorgelesen, weil der ja in Frankreich spielt, der zweite Teil. Und ich nicht wusste, ob das jetzt Latin heißt oder Latin oder was auch immer. Ich bin ja Sprache. Weil ich dachte dann auch so, ich bin durch mein Bücherregal gegangen und ich wusste, ganz oben steht diese Reihe. Und dann dachte ich auch so, okay, was Französisch ist, das könnte passen. Ja, gut. Okay. Nächstes Buch. Zwei haben wir noch. Ist das der erste Satz? Warte mal. Okay. Was um Himmels Willen ist ein Frost Hub? Erkundigte sich Cameron bei Troy. Cameron und Troy? Nee. Mach mal weiter. Für kurze Zeit waren sie beide mal ein Paar gewesen, bis sie erkannt hatten, dass sie sich als Freunde besser verstanden, denn als Liebespaar. Noch einer? Suche läuft. Wow. Ist das nicht auch was von Samantha Young? Aber da gab es auch so ein Pärchen, die dann nur Freunde waren. Angeblich. Ja, das war Jamaica Lane. Ach, das war auch Jamaica Lane, okay. Wo die dann doch zusammengekommen sind. Aber Cameron und Troy sagt mir auch was.
Ich glaube, du hast das Buch auch gelesen, oder? Hm. Hab ich. Soll ich nochmal im Ganzen vorlesen? Ja. Was um Himmels Willen ist ein Trust Hub? Erkundigte sich Cameron bei Troy. Für kurze Zeit waren sie beide mal ein Paar gewesen, bis sie erkannt hatten, dass sie sich als Freunde besser verstanden, denn als Liebespaar. Suche läuft. Ich kann dir mal den vierten noch vorlesen. Troy half ihr sofort. Es könnte natürlich auch was von Nalini Singh sein. Ich versuche gerade wieder durch mein Bücherregal zu gehen. Kenne das? Und Troy. Vergiss mal den Troy. Vergiss den, der ist nicht wichtig. Okay, Cameron. Pass auf, ich lese dir das, was über dem ersten Satz steht, mal vor. Eine schwierige Aufgabe ist wie eine holprige Straße. Lebensweisheit des Elmer Stillman. Elmer. Okay, dann ist es, wenn das Licht die Dunkelheit vertreibt, oder wie rum? Nein! Aber Elmer? Aber es ist was von Brittany C. Cherry. Nein! What? Du hast diese Reihe nicht im Gänse gelesen. Eine Reihe. Ich weiß es nicht. Soll ich dir sagen? Ja. Das ist alles, was du suchst von Mary Force, der erste Teil der Green Mountain-Reihe. Ah, stimmt. Cameron. Ja. Blöd. Okay. Ich hab gedacht, bei Elmar, da ist ja der Opi, ne? Ja, und ich dachte, weil es gibt doch bei, wenn das Licht die Dunkelheit vertreibt, oder wie war das? Hm. Da gab es ja auch den einen Musiker, den älteren. Ich dachte, er war das. Naja. Gut. Okay, machen wir das letzte. Ja, aber immerhin 1,5 von 4. Es ist mehr, als ich gedacht. Jo. Du kannst es noch rausreißen. Das ist nächste Buch. Was? Nein. Sie stoßen ihn in den Dreck und reißen ihm alles vom Leib. Mhm, nächster. Ausrüstung, Uniform, die Unterwäsche. Okay, und der dritte Satz? Sie schlagen und treten auf ihn ein. Ausrüstung. Uniform, Unterwäsche. Okay, es kann halt auch rein theoretisch Ausrüstung, Uniform ja auch ein Polizist sein. Ich habe keine Ahnung, ich habe das. Ich bin schon wieder gedanklich bei der Kate Burkholder-Reihe von Linda Castillo. Mhm. Aber das geht schon Richtung Krimi-Thriller. Es ist was vom Herrn Fitzek. Ist eigentlich auch blöd, ich rate mich so durch die Bücherregal. Ja, aber irgendwo einen Anhaltspunkt braucht man ja. Ich lese dir nochmal vor. Sie stoßen ihn in den Dreck und reißen ihm alles vom Leib. Ausrüstung, Uniform, die Unterwäsche. Sie schlagen und treten auf ihn ein. Was habe ich denn dort noch so? Es ist nichts von Samuel Björk. Ich möchte dir einen ultimativen Tipp noch geben. Mach mal. Es ist was Deutsches. Deutsches. Automäßig.
Ist es anonym? Das Buch ist so gut. Lest anonym. Es ist so ein gutes Buch. Genau. Anonym von Ursula Posnansky und Arno Stroh. Boah, krass. Ich habe 2,5 von 5 Büchern erraten. Ja. Okay, das letzte auch mit Unterstützung. Aber ja, dass ich überhaupt was rauskriege. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen Hilfe braucht man manchmal. Und man kann sich doch an mehr erinnern, als man denkt. Ja, das stimmt. Ja, guck mal, du die Hälfte und ich ungefähr auch die Hälfte. Ist doch ein Schnitt, oder? Ja. Denke ich. Cool. So, ja, das ist jetzt ein etwas längeres Video, glaube ich, geworden. Aber egal. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Mitraten. Und wenn ihr gerne nochmal eine Challenge mit mir und Tina so in der Art sehen wollt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir bedanken uns bei euch, wie immer, fürs Gucken. Wünschen euch eine schöne Woche und ja, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder und die Tina vielleicht dann auch nochmal irgendwann. Ja, war schön bei euch, vielleicht bis irgendwann. Ja, ihr hört sie auf jeden Fall im nächsten DBD-Video wieder. Bis dann! Tschüss! Tschüss.